So, liebe Leute, ich hatte euch versprochen, ich nehme euch mal zum Track Day mit. In einem Video habe ich ja schon erklärt, was man alles so vorbereiten kann und so, damit man das Auto eigentlich für den Track in Ordnung bringt. Und übrigens, sorry für meine Stimme, ich habe leider eine Erkältung. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Aber Erkältung, Track Day, da ist Track Day immer Priorität. Wir sind zum Red Bull Ring gefahren. Heute ist Freitag. Wir haben etwa 5 Stunden gebraucht. Wir haben uns gemütlich Zeit genommen, unterwegs noch was gegessen, sind jetzt im Hotel angekommen, haben eingecheckt und jetzt das Erste, was ich eigentlich jetzt für den morgigen Tag mache, ist das Fahrwerk umstellen von Straßenbetrieb auf Red Bull Ring Betrieb auf Cup 2 Reifen. Also es ist im Prinzip so, dass mit jedem Reifentyp und jedem Track gibt es eine andere Fahrwerkseinstellung. In Zugstufe, schnell und Low Speed und auch in Zugstufe, hinten und vorne. Und das mache ich jetzt. Vorne komme ich ran, indem ich die Räder einschlage, hinten brauche ich den Wagenheber. Und wenn ich das alles gemacht habe, ja, dann werde ich den Wagenheber und das ganze Werkzeug erstmal mit aufs Zimmer nehmen. Ich glaube, das brauche ich dann morgen nicht mehr. Morgen ist dann Samstag, da geht es dann los um 7:15 Uhr. Dann ist Anmeldung und pünktlich um 7:45 Uhr ist dann Fahrerbesprechung. An der muss man dann teilnehmen. Nimmt man an der nicht teil, bekommt man nicht das Fahrerbesprechungsbändchen. Hat man dieses Bändchen nicht, gibt es keinen Zutritt auf die Rennstrecke. Man sollte dort also das nicht verschlafen und rechtzeitig dort auftauchen. Ja, und den Rest zu dem, wie es dann da abläuft, das werde ich euch dann nochmal morgen sagen. Aber das Hotel hier ist wirklich schick, es ist ganz schön. Ich zeige es euch gleich nochmal und dann zeige ich euch schnell, wie das Fahrwerk eingestellt wird. Ja, wir sind hier in einem Außenbezirk von Spielberg, das nennt sich Groß Lobming. Aber das sind typische Hotels sozusagen, wo dann alle die Gäste vom Red Bull Ring und so weiter unterkommen. Also es ist recht toll, weil man hat einen schönen großen Parkplatz, man hat schönen Platz und man kann dann auch noch ein bisschen am Auto arbeiten. So, also ich fange mal ganz vorne an. Hier habe ich meine Grunddaten drauf. Und ja, jetzt werde ich erstmal vorne da reingreifen hier und dann wahrscheinlich hier an die Aufhängung kommen und dann werde ich die Einstellung mal machen und danach werde ich sozusagen hinten mit dem Wagenheber das Auto hochnehmen, weil da komme ich sonst nicht an die Aufhängung ran, an die Stoßdämpfer. Und die schwarzen Blöcke hier, die habe ich mitgebracht, weil die lege ich dann im Prinzip unter die Reifen, wenn ich das Auto aufgebockt habe. Wenn ich das nämlich alleine mache, dann habe ich kein so ein Vertrauen in diese hydraulischen Wagenheber. Und ich möchte ungern unter dem Auto liegen und dann kommt das Auto runter und es ist keiner in der Gegend, der mich da aus dieser mieselichen Situation wieder rausnimmt. Deshalb lege ich dann, wenn das Auto hochgebockt ist, diese Blöcke unter die hinteren Reifen, das heißt, auch wenn der Wagenheber dann nachgeben würde, dann passiert mir da nichts. So sieht das hinten aus. Vorne habe ich es jetzt schon gemacht. Das ist das Teil, mit dem man einen Teil der Einstellungen an dem Stoßdämpfer machen kann. Andere Teile vom Stoßdämpfer, Einstellungen sind sozusagen am Stoßdämpfer. Hier sieht man jetzt auch, wie ich das mit der Sicherheit gemacht habe. Dann kann man getrost sich unter das Auto legen. Und dann kommt man da auch an den Stoßdämpfer ran. Und den Knopf, den man jetzt da sieht, das ist für die Highspeed-Einstellung. Und daneben, da gibt es einen kleinen Einsatz und da kann man die Lowspeed-Einstellung machen. Ja, um hinten an den Rebound zu kommen, das ist ein bisschen frickelig, da muss man den Sitz hier ganz nach vorne schieben. Und dann hinten reinsteigen. Und das ist dann da hinten in der Ecke. Also echt eine Quälerei. Jetzt rollen wir noch die Ustensilien hier wieder auf.
Das brauche ich ja wieder, um es zurückzustellen. Und dann montiere ich noch den Haken, den Abschleckhaken für morgen. Meistens ist es auf der Rennstrecke so, dass man den fertig montiert haben muss. Sonst lassen sie ihn auch nicht auf den Track Day. Hat die Gründe, dass man natürlich so schnell wie möglich aus dem Kiesbett rausgezogen werden können muss, um die anderen so wenig wie möglich zu behindern. Macht schon Sinn. Nach einer kurzen Nacht und einem hastigen Frühstück geht's jetzt ab zur Rennstrecke. Naja, den werden wir hier da nicht sehen, aber ist trotzdem ein schönes Auto. Und, ich krieg jetzt Besuch. Kommen kleine Hunde, die kommen mich besuchen. Schau mal. Mei, sind die nett. Aber machen viel Lärm. Werden wir wahrscheinlich auch nicht bei der Rennstrecke sehen. Aber jetzt mache ich mich mal auf, weil jetzt geht's ums Einschreiben. Zeige ich euch dann auch gleich. Also melden und dann gibt's das Papperl für hier oben an die Windschutzscheibe, damit der Streckenposten weiß, in welcher Gruppe man fährt. Und dann gibt's auch noch die Einweisung und dann gibt's das Bändchen und so weiter. Ja, und dann geht's los und scheint ein richtig schöner Tag zu werden. Also auf! So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Rennstrecke und die liegt wirklich idyllisch. Die liegt nämlich da in diesem Hang drin. Also das ist schon wirklich toll, wie die angelegt ist. Und man kann eben auch als Zuschauer wirklich toll alles beobachten, wenn man da einen Zuschauerplatz etwas oben hat. Wenn hier Formel 1 und der MotoGP sind und so weiter, dann ist hier alles links und rechts Parkplätze und alles ist proppevoll. Und jetzt geht's gleich hier rechts rein und da geht's dann zu den Haupttribünen. Ja, das Gebäude, was man da vorne sieht, das sind eigentlich die Haupttribünen. Da ist auch so eine kleine Ausstellung drin. Und ja, wenn dann hier im Prinzip nur Track Days sind, dann ist niemand da, außer denen die fahren. Weil es ja keine wirkliche Veranstaltung ist. Es gibt zwar immer wieder Zuschauer, die daherkommen, weil die hören, dass da was los ist und die sind halt motorinteressiert, dann kommen sie zuschauen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Veranstaltung unter sich. Und wir fahren jetzt dann hier im Prinzip links an der Haupttribüne vorbei, weil wir gehen jetzt zur Anmeldung von dem Track Day und das ist in der Boxengasse. Und da oben sind zum Beispiel auch Tribünen. Das ist die erste Rechtskurve nach der geraden Start-Ziel. Da fahren wir gleich jetzt drunter durch. Und wie man sieht, die Tunnels und so weiter sind wirklich sehr schön geschmückt. Links geht es jetzt hier zu dem Fahrsicherheitstraining. Da ist innerhalb der Rennstrecke auch ein ganzer Haufen andere Veranstaltungen wie Fahrsicherheitstraining, eine Motocross-Strecke und alles Mögliche. So, und hier ist das Fahrerlager. Und jetzt gehen wir ungefähr so auf die Mitte, da ist meistens der Eingang und irgendwo da ist dann in der Boxengasse die Anmeldung. Morgen. Morgen. Wer sagt's, hier geht's zum Check-in. Meistens ist auch noch eine Porsche-Veranstaltung hier, da kann man noch ein paar Runden drehen mit denen. Das ist Experience-Veranstaltung. Aber wir gehen zum Check-in. So, was hat's hier gegeben? Check-in. Da gab es jetzt das Fahrerbändchen und den Kleber für die Gruppe 2 und dann auch den Zeitplan für die Gruppe 2. Oh, da kommt auch noch ein schönes Auto, ein Lotus Elise, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, ein Opel Speedster. Ui, da wird aber der Peter sich freuen. Und da kommen noch wirklich immer wieder schöne Autos. Das ist aber der Lotus, auch ein schönes Auto. Nett. So, jetzt werden wir noch die Sitzposition und die Gurte alles wieder
sauber einstellen. Für die Rennstrecke ist es leicht anders als für normalen Straßenverkehr. Da sitzt man viel aufrechter und näher am Lenkrad. Und ja, das muss ich jetzt wieder einstellen. Und dann werde ich auch noch mal kurz nach den Reifendruck gucken. Aber ich denke, es ist so kalt draußen, da werde ich erstmal so losfahren und schauen, wie das sich ergibt unterwegs. Jetzt sollte die Sitzposition wieder passen. Ich kann da nicht mal mit der Kamera so richtig rumfahren, weil ich eigentlich im Sitz drin eingezwängt bin. Das ist auch der Punkt, ja, da sollte man sich immer gut überlegen, bevor man sich anschnallt, was man noch alles braucht, wo man noch alles hinreichen muss, weil einmal die Sitze an, einmal die Gurte angelegt, dann ist man verhaftet. Da kommt man nicht mal mehr an die Handschuhe hier vorne und schon gar nicht mehr da hinten an die Kamera, um die einzuschalten. Also das, ja, daran gewöhnt man sich dann auch. Wenn man das dreimal vergessen hat, dann weiß man das nächste Mal. So, Sitzposition, Hammer. Reifendruck, den lasse ich, weil es so kalt ist. Den müssen wir erst warm fahren. Ja, jetzt glaube ich, Helm habe ich auch schon raus. Rest habe ich auch gemacht. Bapperl habe ich geklebt. Band ist dran. Jetzt gehe ich mal gucken, welche Bekannte alles so da sind. Einen habe ich schon gesehen. Und dann schauen wir noch mal zusammen, was es für andere Autos hier gibt. Hier gibt es eine ganze Menge, ganz lustige Mannschaft. Na, ist das ein schöner Tag, freue mich schon. Also bis bald. So. Ja, so Track Days, das sind natürlich meistens Porsche GT3, GT4 Plätze, wo die im Prinzip alle auftauchen. Und das Auto ist halt einfach auch extrem gut dafür geeignet. Das ist, glaube ich, eins der einzigsten Autos, diese Porsche GT irgendwas, die so wie sie aus dem Laden kommen, auch wirklich auf die Rennstrecke können. Da, wo auch dann die Bremsen mehr als 3 Runden halten. Und das macht schon Sinn. Aber es ist halt nicht für jeden erschwinglich. So, jetzt geht's zur Fahrerbesprechung. Ja, für den nächsten Trackday bin ich eigentlich schon wieder verewigt, weil da fahre ich nämlich. Ja, Porsche Domäne, klar. Und das ist aber ein total geiles Fahrzeug für einen Trackday. So ein Mini Cooper Works mit gemachten Bremsen und allem. Da bin ich schon mal mitgefahren. Das ist krass. Da, wo ich schon voll auf der Bremse stehe, da fährt er noch Vollgas. Und da, wo der im Prinzip mit der Geschwindigkeit, wo der durch die Kurve fährt, fliege ich raus. Also das ist total brutal, wie das Teil um die Ecke geht. So eine geile Karre. Jo, und dann gibt es natürlich auch Autos, mit denen ist da vielleicht weniger zum Spaßen. Der fährt Gott sei Dank nicht in meiner Gruppe, weil ich glaube, da würde ich wahrscheinlich kurz den Kürzeren ziehen. Schönes Auto. Kleiner Lambo, alles Carbon. Brutal. Aber wir werden mal ein paar Aufnahmen nachher machen, wenn er fährt. Auch ganz leichtes Fahrzeug. Auf der Geraden zwar nicht so schnell, aber in den Kurven top. Ja, bei so einem Trackday, wie man sieht, da ist wirklich alles Mögliche da. Vom komplett originalen Straßenfahrzeug bis zum mega geilen Rennwagen. Und der ist wirklich mega geil. Also da würde ich schon mal gerne eine Runde drehen. Ja, da kommen auch die Fraktion mit den Ferraris. Das sind Autos, die für die Rennstrecke eigentlich geeignet sind. Sieht als TT auch nicht mehr ganz original aus.
schneid das raus, gell? So, hier ist jetzt die Boxengasse. Nach der Pause geht es jetzt wieder weiter mit der Gruppe 1. Die Gruppe 1, die wird sich dann aufreihen. Vorne an der Ampel, da wo es jetzt rot ist. Und wenn dann der Zeitanfang von dem Zeitslot gekommen ist, geht die Ampel auf grün und dann geht's los. Parallel dazu gibt es auch immer ein Drivers-Event hier mit Porsches, wo man Porsche selbst fahren kann mit einem Fahrer, mit einem Trainer. Und das ist auch interessant für Leute, die kein eigenes Rennauto haben oder ein Auto, was man auf dem Track bewegen kann. Dann kann man also sozusagen mal eine Fahrerfahrung machen mit einem richtigen Track-Tool, ohne gleich 250.000 auf den Tisch zu legen. Das ist auch schon eine tolle Sache. Sollte jeder mal gemacht haben, der Spaß daran hat. Und das Wetter heute, das passt natürlich auch super. Deshalb haben wir dann auch noch ein paar Zuschauer hier, die oben auf der Tribüne schauen. Da kann man was trinken und was essen. Und jetzt ist es 10.58 Uhr. In 2 Minuten geht der Rennbetrieb wieder los. Auf den schönen Ostersamstag. Ja, wenn hier Formel 1 Betrieb ist, dann ist hier, wo ich jetzt gehe, sind im Prinzip die Kommandostände. Die sind hier auf diesem Vorsprung. Und es ist sowieso eine interessante Strecke, weil es ja auch hier MotoGP gibt. Es fahren auch schon coole Autos. Schöner Nissan GT-R, ist jetzt ein 33 oder schönes Auto. Jetzt wird die Ampel jeden Moment auf grün springen und dann geht's los. Das ist in Gruppen eingeteilt, um die Autos gewissermaßen in Leistungsklassen einzuteilen, damit auch vom Fahrkönnen her die Leute, die bei der Anmeldung sagen, dass sie wenig Erfahrung auf dem Track haben oder das erste Mal hier sind, die werden meistens in die Gruppe 1 verlegt, damit sie nicht so unter Druck kommen und die anderen sich nicht zu sehr gestört fühlen. Dann gibt es eben die Gruppe 2, das ist für die straßenzugelassenen Autos, die sozusagen mit Erfahrung da sind und oder Fahrzeuge mit relativ hoher Leistung. Und dann gibt es die Gruppe 3, das ist die Gruppe mit den nicht straßenzugelassenen Autos oder Autos, die mit Vollslicks fahren oder Rennprofis oder sonstige Fahrzeuge, die eigentlich zu schnell sind für die zwei anderen Gruppen.